Ja, hallo und herzlich willkommen beim Live Your Spirit Channeling. Schön, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Silke und heute geht es um Botschaften und Energien vom Kommandant Ashtar Sheran, Meister Saint-Germain, Aquarius Aquarian, Meister Merlin, Erzengel Metatron, Zanat Kumara und Jesus Christus zum Portal am 3.3.2024. Und wenn du magst, kannst du dich jetzt mit mir zusammen verbinden, mit Mutter Erde und dem Kosmos, um diese Botschaften und Energien noch intensiver wahrnehmen, spüren und vielleicht auch noch leichter in deinem Lichtkörper integrieren zu können. Stell dir dafür einfach vor, wie aus deinen Fußsohlen Lichtstrahlen oder Wurzeln wachsen, tief hinein in Mutter Erde. Und wie du über diese Wurzeln oder Lichtstrahlen die Energie aus Mutter Erde aufnimmst und sie fließen lässt in deine Beine, in dein Becken hinein. Lass die Energie von deinem Becken in deine Wirbelsäule fließen, bis in dein Herz hinein. Atme tief in dein Herz ein und wieder aus. Und spüre in deinem Herzen die tiefe Verbindung zwischen dir und Mutter Erde. Lass die Energie dann weiterfließen von deinem Herz in deinen Hals, von deinem Hals in deinen Kopf. Und darüber hinaus in den Kosmos. Verbinde dich mit der Sonne, mit der Zentralsonne und spüre, wie die Energien fließen über deine oberen Chakren in deinen Lichtkörper bis in dein Herz hinein. Atme tief in dein Herz ein. Und spüre, wie sich in deinem Herzen die kosmischen und irdischen Energien miteinander verbinden, vereinigen und verschmelzen. Und spüre auch, wie sie von dort aus deinen gesamten Lichtkörper erfüllen. Und wenn du magst, kannst du jetzt noch deine Chakren ein bisschen öffnen und weiten. Und dein Energiefeld ausdehnen. Stell dir dafür einfach vor, wie sich in deinen Chakren Lotusblüten oder andere Blüten befinden, die jetzt langsam ihre Blätter öffnen. Behutsam und sanft in deinem eigenen Tempo und Rhythmus kannst du diese Chakra-Blüten öffnen und spüren, wie die Energie des Lichtes und der Liebe, die Energie aus Mutter Erde und aus dem Kosmos einfließt auf deine Chakra-Blüten, die verschiedenen Schichten deiner Chakren von Chakra zu Chakra in deine Aura und ihre Schichten, deinen gesamten Lichtkörper, der sich jetzt immer weiter ausdehnt und kilometerweit um dich schwingt, voller Licht und Liebe und sich so ganz automatisch verbindet mit anderen Lichtfeldern auf diesem Planeten und darüber hinaus. Spüre, wie durch diese Verbindung sich deine Lichtenergie potenziert. Und wenn du magst, atme noch einmal tief ein in die dich umgebenden Lichtfelder. Atme Licht in deinen Lichtkörper ein und wieder aus. Und vielleicht spürst du auch schon die Präsenz von Kommandant Ashtar Sheran, der jetzt zu dir sprechen möchte.
Dies ist ein Teilaspekt von Natascha Rahn, der jetzt über dieses Medium zu dir spricht und dich begrüßt in diesem hochfrequenten, intensiven, kraftvollen, feinischerischen Channeling, welches dich mit der 33er Frequenz neu verbindet und in diesem Portal eine große Kraft liegt, die bis in das Jahr 2028 wirkt, ist es ganz besonders das Portal, welches sich in den 33 hohen Räten öffnet, das meint, dass du die Verbindung zu den 33 hohen Räten jetzt neu herstellen kannst und gleichzeitig vom Jahr 2024 bis zum Jahr 2028 die 33 hohen Räte sich neu formieren, insbesondere in den Akasha-Sterntor-Kooperationen. Dies meint, zwischen den Planeten und zwischen den Sternensystemen neue Kooperationsenergien entstehen, die über die Raumschiffe kanalisiert werden, die in den nächsten 3 Wochen auf Planet Erde sich zeigen, in deinem Energiefeld und auf Planet Erde im Kollektiv. So wird Sirius einen besonderen Sternort im Sternzelt wahrnehmen. Dies meint, dass ein aufgestiegener Aspekt von Sirius sich zeigen wird und in den verschiedenen anderen Akasha-Sterntoren, wie beispielsweise Centaurus, Uranus und einem Aspekt von Venus sowie anderen Akasha-Sterntoren, die jetzt vor deinem geistigen Auge erscheinen, sich neue Kooperationen aus den hohen Räten dieser Sternsysteme ergeben werden. Insbesondere Alpha Centauri und Centaurus werden in den nächsten 4 Jahren intensiv eine neue Stellung annehmen für den Entwicklungsprozess vom Planet Erde und so kannst du dich mit dieser besonderen Frequenz dieses Sterntors neu synchronisieren, falls es dein Wunsch ist, zu diesem Portal, insbesondere mit dem Hohen Rat, hier repräsentiert durch einen Aspekt, der Celest heißt und dich in deinem Sein begleiten kann, falls es dein Wunsch ist, kannst du die Energien aus Centaurus und Alpha Centauri intensiv spüren und dich darauf ausrichten, dass in der Frequenz der 33 schwingen, die hohen Räte sich jetzt in deinem Sein ganz besonders intensiv zeigen und dir präsentieren, wie du die Arbeit der hohen Räte und die Verbindung zu ihnen unterstützen kannst, zu diesem Portal und in den nächsten 3 Tagen intensiv. Kannst du spüren, wie die Energien fließen und dich mit der hohen Ratenergie verbindet, so wie es für dein Sein angenehm ist und es dir erleichtern, die Verbindungen auch auf Planet Erde zu kanalisieren, so wie es für dich angenehm ist. Spüre kristalline Energien, die dich darin unterstützen, diese Frequenz zu spüren und dich zu öffnen für die Änderungsprozesse in den Kooperationen der hohen Räten, insbesondere des Karmischen Rates und der Intergalaktischen Föderation. Kannst du spüren, wie die Energien fließen und dich mit diesen Energiefeldern noch tiefer verbinden, noch höher, noch weiter, noch hochfrequenter, sofern es dein Wunsch ist. So wird Meister Saint-Germain jetzt zu dir sprechen, weitere Botschaften für dieses wichtige Portal zu dir zu kanalisieren. Dies ist ein Teilaspekt von Saint-Germain, der jetzt über dieses Medium zu dir spricht und dich begrüßt in diesem Channeling, um dich mit der 33er Frequenz in deinem Körper intensiv auf allen Ebenen zu verbinden. Kann es sein, dass du die 33 neu in deinem Sein einladen möchtest, um dich mit verschiedenen Aspekten dieser Frequenzen zu verbinden, der Heilung und des Aufstiegs, die 3er-Frequenzen in eine höhere Potenz in deinem Sein zu bringen? Dies meint vor allem die 33.333 und ihre Potenzierungen und Multiplikationen, die für dich wichtig sind, um deinen Prozess der Bewusstwerdung und des Erwachens neu zu spüren. Die große Masse und intensive, voluminöse Frequenz, die jetzt über das Medium kanalisiert wird, kannst du spüren, wenn du dich öffnest in der 33 und der 33.333. Kannst du spüren, wie du verbunden und angebunden wirst mit diesen Frequenzen, wie Heilung und Balance in dir geschehen kann und wie du in deinem Lichtarbeitersein dich neu ausrichtest auf neue Frequenzen, die über die 33 zu dir fließen. Möglicherweise wirst du Symboliken, Artefakte, Menschen, Situationen in deinem Sein erkennen, in den nächsten 3 Tagen, die mit der 33 in Resonanz gehen und die es dir erleichtern, dich selbst in deinem Prozess des Erwachens und der Bewusstwerdung auf eine neue Stufe zu heben und aus der 3. in die 7. Dimension zu wechseln, sofern es dein Wunsch ist, sofern es dein Ansinnen ist, sofern deine Seelenessenz dich danach sehnt, jetzt diesen Schritt ganz bewusst, ganz konkret, ganz intensiv und kraftvoll zu vollziehen, so werde ich dich in diesem Prozess unterstützen mit allen Kräften, die aus der Alchemie und aus der Bewusstwerdung, aus der Transformation, aus der silberkristallinen, diamantfarbenen Flamme zu dir fließen. Sofern es dein Wunsch ist, kannst du dich mit dieser Energetik adaptieren in deinem Sein, deinen gesamten Lichtkörper spüren,
wie dein Energiekörper sich wandelt, transformiert in dieses neue Bewusstsein der siebendimensionalen Frequenz, verbunden aus der 33. In dieser Energetik schwingt, wirst du jetzt die Botschaften von Aquarius Aquarion noch leichter in deinem Sein spüren und fühlen können, dich verbinden mit dieser hohen Energetik der 33 und ihren Potenzierungen. Dies ist ein Teilaspekt von Aquarius Aquarian, der jetzt über dieses Medium zu dir spricht und dich begrüßt in diesem kraftvollen, intensiven Channeling, welches dir erleichtert, dich frequenzmäßig aufzumachen in das neue Bewusstsein der Wassermannzeit, in dem Sinne, wie du dich selbst ausrichtest, dich zu öffnen in dein multidimensionales Sein, ist dieses Portal geeignet, um dich in den Kosmos und die Universen, die Multiversen hin zu orientieren, aus deinem Herzen, aus deiner Seelenessenz heraus. Bin ich an deiner Seite, um dich zu unterstützen in diesem Prozess, als ein Wesen gekommen aus einem anderen Universum, dich zu unterstützen in der galaktischen Führung, jetzt eine neue Ebene einzunehmen und ein neues Bewusstsein zu integrieren in dir selbst. Bewusstheit über dich und deine Selbstermächtigungsmöglichkeiten, deine Fähigkeiten in deinen Hellsichtigkeiten und deine Fähigkeiten in allem, was übersinnlich und multidimensional ist, werde ich dich in diesem Prozess begleiten, in den nächsten 2 Jahren intensiv, sofern es dein Wunsch ist, dich energetisch in diese Frequenz hineinzubegeben, die mit der 33 einen Ausgangspunkt nimmt. In diesem Portal liegt vor allem die Öffnung deiner Kanäle, deiner Hellsichtigkeit, deiner anderen Hellsinne und die Öffnung deines gesamten Energiekörpers in neue Dimensionen, neue Portale, neue Zeitlinien und die verschmelzende Energetik des Alleinsbewusstseins. Diese verschmelzende Frequenz ist mit der 33 gegeben. So kannst du dich in ihre Energetik hineinspüren, wie in eine Spirale, dich spiralförmig hineinspüren in die Energien, um zu adaptieren, was die 33 in dir auslöst, wie du so fühlst und wie sie in deinem Körper, in deiner Struktur deines Energiekörpers ankommt. So wird ein Teilaspekt von Meister Merlin jetzt zu dir sprechen, um dich in weiteren Positionen deines Seins zu unterstützen, falls dies dein Wunsch ist. Dies ist ein Teilaspekt von Merlin, der jetzt über dieses Medium zu dir spricht und dich begrüßt. In diesem hochfrequenten Channeling kannst du dich ausrichten, dass die Energie noch intensiver, klarer und bewusster, feinätherischer und kraftvoller fließen in dein Energiefeld und dich in der Magie auf neue Art und Weise abholen. So ist es ein Aspekt, dass dieses Portal hochschwingend dein Portal, an dem du dich befindest im Irdischen, dein Haus, deine Wohnung, deine Besitzverhältnisse transformiert und in eine neue Ebene hebt, die kristallklare Bewusstheit darüber, in welchem Umfeld du dich befindest und wie dieses Umfeld sich magisch transformiert, alchemistisch in die Heilung kommt und wie du die verschiedenen Techniken, die über die Elemente, die verschiedenen Fraktale und Strukturen, die verschiedenen Symboliken der heiligen Geometrie jetzt in deinem Sein sich neu ausrichten können, sofern es dein Wunsch ist, spüre dich als Meister deines Seins in deiner Hohepriesterschaft jetzt angekommen, um zu diesem Portal Neues zu kreieren, in der Energetik, dass Manifestation und Materialisation jetzt über die Frequenzen eine neue Kraft erreichen können. Die 33, wie auch immer du sie in deinem Sein angewendet hast, wird jetzt neu sortiert und kann frequenzmäßig über die Dimensionsstrahlen und Zeitlinien erfasst werden, sofern es dein Wunsch ist. Kannst du dich ausrichten auf diese Frequenzen und spüren, wie sie hochfrequent, sanft und leicht, nicht minder kraftvoll, dich in deiner Magie unterstützen und dein gesamtes Sein intensiv potenzieren und transformieren können, sofern es dein Wunsch ist. So wird Jesus Christus jetzt zu dir sprechen, um weitere Botschaften zu dir zu kanalisieren. Spüre meine Energien jetzt über die Aura, das Herzchakra dieses Mediums fließen, in der Frequenz, dass Erlösung und Verbindung stattfinden kann zu diesem Portal, intensiv bis in die Fingerspitzen deines Seins, bis in das Energiefeld, in seiner ganzen Ausformung deines Seins, jetzt die Bewusstheit über das Christusbewusstsein entstehen kann und dich in den nächsten 33 Tagen intensiv begleiten kann. Bin ich an deiner Seite, um dich in diesem Prozess zu begleiten, hinauf zu begleiten in eine neue Energetik der Bewusstheit, des zentrierten Herzbewusstseins, des 14-dimensionalen Herzbewusstseins, welches du jetzt in deiner bedingungslosen Liebe spüren kannst, sofern du dich auf dein Herz konzentrierst
und fühlst und spürst, wie die Energien fließen in gleißender Frequenz der kristallinen Struktur und es dir erleichtern, dein Herz zu öffnen für das All-Eins-Bewusstsein, für das bedingungslose Sein. Dieses bedingungslose Sein kann dir wichtig sein, in deinem Sein zu erkennen, darüber, wie angebunden du mit allem und verbunden du bist, wie viel Liebe in deinem Sein schwingt und wie du ausgehend aus dieser Liebe heraus deine Gedanken, Handlungen und deine Gefühle neu sortierst, in der Frequenz, wie du sie übergeordnet aus deiner Seele heraus spürst. Die Verbindung mit deiner Seele kann zu diesem Portal intensiver sein und vielleicht spürst du sie das erste Mal in deinem gesamten Leben in deinem Körper präsent, in einer neuen, funkelnden und strahlenden, leuchtenden Präsenz kannst du deine eigene Seele spüren und die Verbundenheit zwischen dir und mir noch intensiver in deinem gesamten Körper, in deinem gesamten Energiekörper mich spüren, aus deinem Herzen heraus. Wie du verbunden und verschmolzen bist mit mir, von jetzt bis in alle Zeit verschmolzen im ewigen Prozess der bedingungslosen Liebe, des erlösenden Prinzips, bin ich mit dir verbunden, verschmolzen, vereint. So wird ein Teilaspekt von Erzengel Metatron jetzt zu dir sprechen, um weitere Botschaften zu dir zu kanalisieren. Dies ist ein Teilaspekt von Metatron, der jetzt über dieses Medium zu dir spricht und dich begrüßt in diesem intensiven Portals-Channeling, welches dich ausrichtet, dich mit den Frequenzen der Engel neu zu verbinden und die Verbindung zwischen den Seraphim Elohim, den Tugenden und Mächten, den Erzengeln neu zu spüren, die verschiedenen Feinheiten und ätherischen Gegebenheiten zwischen diesen Reichen jetzt zu verbinden in deinem Energiefeld, in deinem Körper, in deinem Lichtkörper, in deinem Sein. Kannst du jetzt die Augen schließen und wenn du sie geschlossen hast, bereits jetzt hinspüren, wie dein Energiefeld vibriert und wie du aus den Engelsreichen die gelobten Energien empfangen kannst, die goldenen Frequenzen, die es dir erleichtern, dich in deinem Christusbewusstsein neu auszurichten und dein Herz zu öffnen für diese hohen Energetiken, die jetzt zu diesem Portal das Kollektiv insbesondere intensiv in den nächsten 33 Tagen beschäftigen. Ist es ein Aspekt, dass ich präsenter werde auf Planet Erde, über die verschiedenen Schichten und den Prozess der Transformation leite und lenke, den Aufstieg in neue Dimensionen und die Verbindung verschiedener Realitäten und Parallelitäten jetzt durch die Erzengel noch intensiver begleitet wird, noch strahlender, noch hochfrequenter, noch verschmelzender, in dem Sinne, wie es in deinem menschlichen Verständnis wichtig ist zu verstehen. Vielleicht geht es aber auch darum, dich in den Engelsfrequenzen neu zu finden und einfach zu spüren und zu fühlen, wie die Energien der Engel sich jetzt erhöhen und wie du in diesem Bewusstsein dich neu ausrichtest, die Frequenz der 33 anders und neu zu entdecken, die Frequenz der Engel in der 33 neu zu spüren, insbesondere aus den Gefilden von Erzengel Kamuel, Erzengel Ariel, Erzengel Nathanael und Erzengel Kutumi, verbunden mit Meister Kutumi in einem neuen Aspekt, der dir möglicherweise neu ersichtlich wird. So ist es ein Aspekt, dass die Meister jetzt mit so besonderen Erzengel-Aspekten in Erscheinung treten. Dies meint die Verbindung der Erzengel mit aufgestiegenen Meistern und ihren Namen in ihren Buchstabensortierungen jetzt neue Synchronizitäten sich ergeben, die vielleicht für deinen Aspekt besonders wichtig sind zu entdecken, die Zahlen und die Buchstaben, die Verbindung zwischen den Engeln und aufgestiegenen Meistern. So wird Sanat Kumara jetzt zu dir sprechen, um weitere Botschaften zu dir zu kanalisieren für dieses wichtige Portal. Dies ist ein Teilaspekt von Sanat Kumara, der jetzt über dieses Medium zu dir spricht und dich begrüßt in diesem kraftvollen Channeling und dich auszurichten, dass jetzt die Frequenzen fließen, die dich mit dem goldenen Zeitalter, den verschiedenen Aspekten, die du damit verbindest, jetzt zu connecten, so wie es für dich angenehm ist. Kannst du spüren, wie die Energien fließen und hochfrequenter dein gesamtes Energiefeld eröffnen in das neue Bewusstsein, das neue Zeitalter des Christusbewusstseins, das gelenkt werden über das Herz, das Verbinden von verschiedenen Aspekten, das All-Eins-Bewusstsein, das Connecten der Zentralsonne mit Helios in einem aufgestiegenen Aspekt, den du jetzt spüren kannst über die Aura und das Herzchakra dieses Mediums, über die fünfte Herzkammer dieses Mediums gelenkt aus meinen Gefilden in dein Energiefeld, sofern du dich dafür öffnen magst, spüren, wie die Energien sich erhöhen, intensivieren,
und kraftvoll dein Sein transformieren in eine neue Energetik, in ein neues Bewusstsein, in das Christusbewusstsein, auf den verschiedenen Frequenzen spüren, wie dein Körper sich öffnet für diese goldenen Energetiken, wie du dich ausrichtest, dass du angekommen bist jetzt in diesem Feld, in diesem Sein, in diesem Identität, in diesem Identitätssein, welches dich jetzt ausrichtet, dass alle Energetiken aus vergangenen Zeitaltern und Inkarnationen sich jetzt sammeln in deinem Feld und verschmelzen zu einem großen Ganzen, verschmelzen zu deiner übergeordneten, kraftvollen, mächtigen Identität als strahlendes Wesen auf Planet Erde, werde ich dich in diesem Prozess intensiv gleiten und führen, sofern es dein Wunsch ist, in dieses neue goldene Zeitalter als Lichtarbeiter, Heiler, Medium oder Therapeut jetzt deinen Platz einzunehmen und die neuen Frequenzen zu empfangen zu diesem wichtigen Portal in den nächsten 3 Tagen, 3 Wochen, 33 Tagen, 33 Wochen, 33 Monaten. Ja, das waren die intensiven und kraftvollen Botschaften der aufgestiegenen Meister und Lichtwesen für dieses Channeling. Und ich wünsche mir für dich, dass es dir dienlich sein mag. Ich danke dir ganz herzlich, dass du mit dabei warst heute. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen hier auf dem Kanal von Live Your Spirit. Und ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Danke, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Tschüss!